Cottage am Teich. Ja, Cottage am Teich, das ist unser neues Projekt hier auf waldurlaub.at. Es geht gerade die Sonne auf. Perfekter Zeitpunkt. Das Cottage am Teich ist ein Haus mit einem kleinen Mini-Campingplatz und einem Teich, sonst würde es nicht so heißen. Und wenn ihr interessiert, was kann, bleibt dran. Hallo und willkommen. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Buschkraftareal auf waldurlaub.at. Es ist mir eine Freude, dass du dabei bist. Und da ist es nun, das Cottage am Teich. Das Konzept ist ziemlich simpel. Du hast das Haus, hier können 4 Personen schlafen und gleichzeitig eine mehr oder weniger große Zeltwiese, die zeige ich dir dann nachher auch gleich, mit Feuerstelle. Dort können 5 Leute ja, draußen schlafen. Und das Besondere, es heißt ja Cottage am Teich. Es gibt auch einen eigenen Teich, den du mitnutzen kannst. Das Schöne ist, es ist die Kombination. Es ist das Haus Haslaurotte und das Haus Wielandhütte jeweils 200 bzw. 300 Meter entfernt. Das heißt, das kann man auch als Kombination buchen, wenn du eine Veranstaltung hast mit mehr Leuten. Aber ich würde sagen, wir schauen uns ganz einfach an, was die ganze Sache kann. Wie bereits erwähnt, das Konzept hier spielt sich ja draußen und drinnen ab. Wir haben 4 Betten im Haus und du kannst eben die Zeltwiese nutzen. Aber trotzdem, man braucht dann im Haus einfach dementsprechende Bewegungsräume und auch Aufenthaltsräume. Die sind sehr großzügig. Wir haben hier diesen Raum. Jetzt gerade, wie gesagt, es geht die Sonne auf und es leuchtet hier rein. Sehr schön gemacht. Und dann zeige ich dann auch den zweiten Raum. Das hier ist der zweite Raum. Wunderbarer Ofen, allein die Wärme. Großartig. Du musst bedenken, ein paar hundert Jahre alt dieses Haus. Allein die Wände und der ganze Flair, das ja so richtig waldurlaubig halt. Dann machen wir einen kleinen Rundgang. Hier der tolle Ofen, eine kleine Sitzgelegenheit. Hier hinten Holz aufgestapelt, alles sehr geschmackvoll. Ich fühle mich halt wie in einem Bergbauernmuseum, das muss ich schon dazu sagen. Ein Jockeltisch habe ich mir sagen lassen. Alter Bauart. Also, da tut sich was, gell? Und hier eben der große Aufenthaltsraum. Da passen, ich weiß nicht, also die 9 Leute locker, wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr. Jetzt kommt gerade die Sonne rein. Auch hier könnte man auch ein bisschen aufteilen. Also es ist da wirklich sehr, sehr geräumig. Du musst ja bedenken, das hier ist eben diese alte Holzfäller-Siedlung und wir können das auch heute noch so nennen. Hier rauf, da geht es zur Haslaurotte, zum Haus Haslaurotte, das ist 300 Meter entfernt. Und hier nach unten, wenn du nach unten gehst, kommst du zur Wielandhütte. Also auch ideal für kleine Veranstaltungen oder Silvesterfeier oder was auch immer. Also Platz für die in den Aufenthaltsräumen mehr als genug. Ich stehe jetzt am Balkon vom Schlafzimmer. Hier unten ist der ominöse Bach. Dann hier die direkte Zufahrt zum Haus. Wir stehen jetzt hier ein bisschen weiter draußen, aber du kannst natürlich direkt bis zum Haus fahren und hier parken. Und dann hier unten ist diese mehr oder weniger kleine Zeltwiese, die dir zur Verfügung steht, ein paar Meter entfernt. Und genau da hinten, ja, da scheint jetzt auch schon die Sonne hin, da ist der Teich. Ganz ruhig, man hört den Bach, ein paar Vögel zwitschern. Sehr, sehr schön, total entspannend. So, da ist es nun unser Cottage, nebenbei den alten ungenutzten Stall. Und jetzt, da ist sie nun, die Zeltwiese. Hier unten mittig ist die Feuerstelle und da geht es rüber zum Teich. Für 5 Personen mehr als genug Platz. Also wirklich riesig, riesig. Auch perfekt zum Bogenschießen, unabhängig davon, dass du natürlich in unserem Buschkraftareal unseren Bogenplatz nutzen kannst, wäre es auch hier cool, ne? Weil du stellst dich hier seitlich her und hast da gleich deinen Pfeilfang mit dabei. Groß genug, glaub's mal, groß genug für das Bogenschießen, für den Bogensport. So, jetzt bin ich hier unten am Teich. 100 Meter vom Haus entfernt. Das Haus ist da oben. Hier jetzt der Teich. Es gibt 2 Zugänge. Da ist jetzt mal der eine Steg. Und, das darfst du nicht vergessen, hier hast du eine Badehütte, die du auch mitnutzen kannst. Zum Umziehen, da ist ein kleiner Raum. Zum Sonne liegen. Strom ist auch mit dabei. Ach, sehr schön. Ich möchte mich am besten jetzt gleich herplatzen, oder? Ich sag's dir, da in der Sonne liegen, da bei dem Badehaus, das ist großartig. Was mir bei dem gesamten Konzept ohnehin so gut gefällt, ist, dass du mehrere Plätze hast, dass du eben auch wenn du mit einer größeren Gruppe unterwegs bist, die einen sind dort, die einen sind da, dass sich das Ganze ein bisschen verteilen kann und dass man einfach so viele unterschiedliche Plätze nutzen kann. Ich finde das super. Aber genug der Worte,
Ich liege jetzt noch ein paar Minuten da und genieße die Sonne. Fassen wir es noch einmal zusammen. Mir taugt das Konzept aus dem Grund, du hast das Haus, du hast den Zeltplatz und du hast den Teich. Das ist wunderbar, ist eine richtige, schöne, runde Sache. Aber auf eins aufpassen, in dem Teich ist Fischen verboten. Das geht nicht. Wenn du aber Fliegenfischer bist, dann kannst du eine Karte bei uns im Bioladen holen und in der Pilach eine Lizenz erwerben. Dann gehst du einfach dort fischen. Aber im Teich, das ist nicht, das geht nicht, das geht gar nicht. Hier, der Platz hat was. Einerseits, ich erwähne es noch einmal, die Nähe zum Haus Haslerotte und auch zur Wielandhütte ist eben auch für größere Gruppen hier eine wunderbare Möglichkeit. Und es strahlt zwar eine schöne Ruhe aus und auch der Ausblick mit der Sonne, die auf die Bäume da scheint, ich finde es schön hier. Wenn auch du da sitzen willst, gebe ich da unten den Link. Hol dir das Cottage am Teich. Buch, wenn du Fragen hast, stell sie sehr gern. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.